blöd, immer so viel mitzuschleppen. Da ist es praktisch, wenn man alles kompakt dabei hat. Ja. Texte auf Papier gedruckt werden wohl mehr und mehr verschwinden, zumindest in Büchereien. Die kleine Stadtbibliothek in Oberasbach im Landkreis Fürth hat damit begonnen, Lizenzen von Texten zu kaufen. Der Benutzer kann sich diese virtuellen Bücher zu Hause einfach runterladen.